Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute basteln wir mal was von der Serie The Loud House. Und daraus hat sich eine andere Serie entwickelt, und zwar von The Casa Grandes. Vielleicht hast du mal eine Folge gesehen auf Nickelodeon. Jedenfalls von denen basteln wir heute ihr Häuschen. Passt auch super in der Innenstadt rein. Ist auch, sag ich mal, so ein Häuschen, was du wieder schön in der Ecke platzieren kannst. Häuschen an Häuschen wieder ran. Sowas liebt ihr doch. Von daher gibt's mal heute sowas für unsere Stadt. Von daher Blöcke in die Hand, auf geht's. Ist es, die Kiste. Das ist unser erster Stopp. So, dann schnappen wir uns heute erstmal ein paar geschnittene rote Sandsteinblöcke raus, denn ein bisschen gelber Beton, denn getrocknete Seegrasblöcke, ne, hier Seetangblöcke heißen die ja eher, also ein Block, den man wirklich selten benutzt. Dann holen wir uns ein bisschen Quarz, zum einen den Block, die Stufe und die Treppe. Weiter geht's dann mit den Schwarzeichenholztreppen, denn rote Keramik holen wir uns raus und den einen Steinknopf. Für unser Hochhaus beginnen wir erstmal, würde ich sagen, mit dem Grundriss wie immer. Das heißt, wir beginnen erstmal mit unserem roten Sandsteinblock. Und da würde ich sagen, setzen wir uns erstmal, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hier erstmal hin. Dann gehen wir einmal nach hinten weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke ran. Und dann biegen wir wieder ab. Und gehen nochmal zur Seite weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke ran. Insgesamt haben wir eine Breitenlänge von 15 Blöcke, jede Seite. Ja, dann sind wir hier auf der anderen Seite wieder angekommen und gehen wieder nach vorne weg. Da setzen wir jetzt aber nur 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke ran, dass wir hier insgesamt 6 Blöcke haben. So, jetzt schnappt euch mal eure Seetangblöcke. Da beginnen wir, würde ich mal sagen, wo wollen wir anfangen? Sind so ein bisschen unterschiedlich lang die Seiten. Ich würde mal sagen, wir beginnen hier einfach von der Straßenseite. Ne? Da gucken wir mal auf da, wo wir angefangen haben, wo wir 7 Blöcke haben hier zuerst. Da gehen wir nach vorne weg und setzen da noch 1, 2, 3, 4, 5 Seetangblöcke ran. Auf der anderen Seite setzen wir, wenn ich richtig bin, noch einen mehr ran. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Wenn wir das Ganze haben, einmal kurz unsere Schwarzeichenholztreppen. Jetzt verbinden wir das hier nicht so schön gerade miteinander wie beim Viereck, ne? Sondern wir setzen hier einfach mal schräg davon einfach mal zwei normale Treppen hin. So, wenn wir das Ganze haben, können wir das Ganze jetzt auch schon ein bisschen hochsetzen. Schnappt euch mal eure Sandsteinblöcke, denn das Ganze hat nur eine Höhe von 7 Blöcke. Aber nur mit den Sandstein setzen wir die Ecken. Das heißt, wir setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke rauf, sodass wir insgesamt halt 7 Blöcke haben. Das machen wir natürlich hier noch zweimal. Denn nur unsere Ecken haben, sage ich mal, die Sandsteinblöcke. Jetzt wollen wir das natürlich ein bisschen befüllen an den Seiten. So, auf der Vorderseite bei unseren Seetangblöcken lässt sie das noch erstmal in Ruhe. Nur jetzt, sage ich mal, hier, wo wir, sage ich mal, unseren Sandstein platziert haben, könnt ihr das alles hier befüllen mit unseren gelben Betonblöcken. Also das könnt ihr erstmal hier komplett alles ausfüllen, da wo wir unseren Sandstein haben. Haben wir die Seiten denn ausgefüllt mit unserem gelben Beton, wollen wir das auch auf der Vorderseite auch noch ein bisschen machen. Ich weiß, ich habe gesagt, beim Seetangblock machen wir es nicht, aber ihr wisst es, wir machen es trotzdem. Aber nur die letzten zwei obersten Schichten, also nicht komplett alles, nur die letzten zwei Blockreihen von oben setzen wir hier einfach nochmal, zack, so dass sie sich dann miteinander treffen, die beiden Seiten, noch zwei gelbe Betonreihen. Wenn wir das denn soweit haben, ne, sonst erstmal nochmal Video anhalten, erstmal bauen, ne, geht es weiter mit unseren Quarzblöcken. Wir wollen ja nicht gleich alles verbauen, wir beginnen erstmal mit unseren Treppen. Und zwar setzen wir jetzt hier einfach auf dieser nächsten Blockreihe eine komplette Treppenreihe. Und zwar so an den Ecken, dass die sich auch miteinander verbinden, ist ja klar. Und die ziehen wir dann einmal hier komplett ringsrum. So, wenn du denn die Treppen rumgesetzt hast, empfehle ich dir, mach dir Musik an, denn jetzt kommt ein bisschen viel Massenarbeit, das kann ein bisschen dauern. Wir schnappen uns erstmal unseren gelben Beton. Und dann wollen wir jetzt hier drauf einen riesigen gelben Betonklotz draufsetzen. Und zwar von einer Höhe von 19 Blöcke. So, wir fliegen einfach mal an die Seite. Wir zählen nochmal sicherheitshalber. Wir wollen uns ja nicht verzählen von der Höhe. Also wir setzen dann einfach noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 weitere Blöcke rauf. Und das machen wir wirklich von jeder Seite. Also zieht dann hier überall 19 Blöcke von unseren gelben Beton hin. Ich weiß, es dauert ein bisschen lange. Musik anmachen und dann geht das eigentlich ganz fix. Ah, du siehst es, ich habe wieder ein bisschen vorgearbeitet. Ja, jetzt kommt auch wieder ein klein bisschen Massenarbeit. Und zwar wollen wir noch Fenster platzieren, nachdem wir alles hochgesetzt haben. Und zwar nur auf den beiden Vorderseiten. Denn wir dürfen nicht vergessen, das Haus ist ein Eckhaus. Das heißt, ihr könnt denn hier das nächste Haus einfach ransetzen, genauso wie hier. Wäre ja Quatsch, wenn wir da uns Fenster hinbasteln, weil wir denn eine Betonmauer sehen. Ne? Von daher könnt ihr das einfach glatt lassen. Oder ihr macht euch auch Fenster hin, wie euch das dann anpasst halt, ne? Jedenfalls, wir wollen jetzt solche Fenster auf beiden Seiten platzieren. Eine Seite habe ich mir schon fertig gemacht. Ist halt Massenarbeit, auch wieder hier, synchron halt alles bauen. Und zwar beginnen wir einfach, würde ich mal sagen, nach unserer Treppenreihe natürlich hier. Wir lassen an den Seiten jeweils immer zwei Blöcke Platz.
und schlagen uns erstmal zwei Blöcke frei. So, dann lassen wir uns einen Block frei und setzen hier nochmal so einen Zweier hin. Dann wieder einen einfach Platz lassen, wieder zwei weghauen, einen freilassen und wieder zwei weghauen. Und dann sollten wir hier noch perfekt zwei haben. Unsere Fenster haben immer eine Höhe von insgesamt 1, 2, 3, 4 und halt ein Zweiermaß von der Breite. Dann lassen wir darüber wieder zwei Blöcke Platz, dann wieder vier Blöcke weghauen und auch hier wieder Zweiermaß. Dann nur zum Schluss noch einmal zwei Blöcke dazwischen Platz lassen und dann wieder vier Blöcke hier weghauen. Und dann sollten wir oben noch eine Blockschicht haben. So, wenn wir das Ganze denn hier haben, machen wir es natürlich hier insgesamt viermal. Weil wir unsere Fenster alle freigehauen haben, schnappen wir mal unsere Quarzstufen und Quarztreppen und wollen das Fenster natürlich noch ein bisschen verfeinern, ne? Damit es optisch schön aussieht. Das heißt, unten setzen wir oben mal unsere Stufen hin und oben unsere Quarztreppen. Ist natürlich, sage ich mal, ein bisschen umständlich, jetzt sage ich mal, immer die Stufen und Treppen zu wechseln. Von daher empfehle ich euch hier auch wieder Massenarbeit. Beginnt immer erstmal in einer Ecke euch die Treppen zu setzen. Und wenn ihr das denn überall gemacht habt, macht es einfach andersrum. Ich sage einfach mal, ihr spart ein bisschen Bauzeit und seid dann auch ein bisschen fixer am Bauen. Genauso wie Stufen. Wenn ihr erst die Stufen platziert, dann setzt überall in jedem Fenster erst die Stufen hin und wechselt nicht immer zu die Blöcke. Spart Zeit und dann seht ihr, geht das immer alles relativ fix. Und natürlich auf beiden Seiten müssen wir es machen. Ne? Nicht nur auf der rechten Seite, auch auf der linken Seite machen wir die Fenster hin. Ja, wenn wir das soweit haben, geht es immer noch weiter mit unseren Quarzsachen. Denn wenn wir schon mal beim Quarz sind, wollen wir es auch weiterverwenden und zwar oben. Wir setzen jetzt erstmal als erste Reihe hier eine ganz normale Treppenreihe lang. Ne, das ziehen wir hier komplett einmal ringsrum. Aber das ist ja noch nicht alles, was ich euch jetzt hier mitgeben will. Sondern darauf setzen wir dann auch nochmal eine umgedrehte Treppenreihe. Und gleiches Spiel ziehen wir dann auch nochmal ringsrum. Und wenn wir das denn auch komplett einmal ringsrum haben, bleibt uns noch eins übrig, und zwar eine Stufenreihe nochmal auf unseren umgedrehten Treppen zu platzieren. Und das Maß, ja, setzen wir oben noch rauf. Wenn wir dann das oben einmal drauf platziert haben, geht es jetzt einmal nach unten. Denn wir sind jetzt bei den Quarz angekommen, das heißt, wir wollen uns unten noch die Tür basteln, wie natürlich das Geschäft von den Casagrandes. Und ich würde sagen, mit dem Geschäft fangen wir erstmal am besten an. Schnappt euch mal eure Quarzblöcke. Die wollen wir uns einmal hier an den Seiten platzieren und vorne bei unserem Seetangblock setzen wir einfach unsere Blöcke hin. Das machen wir auf der anderen Seite genau gleich. Einmal bei unserem Beton ran und ganz vorne ran. Jetzt gehen wir mal zu unseren Stufen. Die wollen wir einmal natürlich einmal unten, oben hier nochmal einmal ransetzen. Beim anderen Fenster wollen wir es genauso machen. Einmal unten wie oben unsere Stufen hin und dann kommen wir schon vorne in die Ecke. So, hier können wir eigentlich oben einmal eine Stufenreihe komplett hier langziehen und ich würde sagen, einmal noch hier innen drin in die Ecke rein. So, jetzt wollen wir unsere Tür basteln, wie man reinkommt. Man kann nicht unbedingt so eine schräge Minecraft-Tür nehmen, wie wir die halt kennen, so standardmäßig. Nein, wir machen hier ein bisschen eine größere und zwar aus Schwarz-Eichenholz-Treppen. Wir hatten ja begonnen, uns ganz normale Treppen unten zu platzieren. Darauf setzen wir uns dann wieder eine normale Treppe, darauf dann, also eigentlich eine umgedrehte Treppe, eine normale Treppe rauf und zum Schluss dann nochmal eine umgedrehte Treppe. So, und das ist dann unsere Tür, die wollen wir uns hier dann auch nochmal setzen. Ne, eine normale, umgedrehte oben drauf. Das machen wir halt insgesamt zweimal das Spiel. Und dann haben wir unsere Tür da schon drin. So, jetzt haben wir hier oben natürlich noch eine Lücke. Die befüllen wir einfach mal mit Quarzblöcken. Zack, zack, raufsetzen und fertig ist die Tür. So, weiter geht es natürlich mit unseren großen Türen an den Seiten. Wir beginnen erstmal wie immer mit unseren Quarzblöcken. Wir fangen jetzt einfach mal hier an der Seite an zu zählen, wo unsere Säule ist. Da lassen wir zwei Blöcke Platz. Setzen hier vorne einfach mal zwei Quarzblöcke ran. Können dazwischen auch mal zwei setzen und hier an der Seite machen wir auch nochmal zwei nach vorne. Jetzt kommen wir zu unseren Stufen. Die wollen wir einmal hier in der Lücke hier vorne einmal reinsetzen und an den Seiten jeweils auch nochmal unsere Stufen. Nun geht es wieder an unsere Quarzblöcke ran. Jetzt wollen wir hier, sag ich mal, hinter unseren Stufen noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weghauen. Das machen wir auf der anderen Seite auch nochmal 5 Blöcke weg. So, die Mitte hier können wir natürlich auch gleich freihauen. Dann platzieren wir einmal an den Seiten unsere Quarzblöcke und natürlich nicht nur an den Seiten, sondern auch hier unten tauschen wir den Boden mal kurz aus durch unsere Quarzblöcke. So, jetzt wollen wir ganz oben uns einfach ein paar Stufen platzieren. Dann lassen wir eine Stufenreihe Platz, setzen uns hier noch eine Stufenreihe hin und davor lassen wir einmal überstehen. So, jetzt können wir mal unsere rote Keramik nehmen und wollen unsere Tür reinbasteln, denn die hat da so ein bisschen die Farbe von roter Keramik, finde ich einfach mal. Dann setzen wir die einfach dahinter ran. Und Knopf kann man noch machen als Türknauf, ne? Und dann haben wir die erste Tür fertig. Wir begeben uns mal auf die andere Seite. Hier wollen wir uns auch nochmal eine Tür basteln. Die hat ein bisschen anderes Maß, aber unten ist eigentlich genau das gleiche. Wir beginnen ja hier an unserer Ecke, lassen diesmal nur einen Block Platz, setzen uns so zwei Quarzblöcke nach vorne weg, dazwischen wieder zwei und auf der anderen Seite auch wieder zwei nach vorne. Jetzt geht es an unsere Stufen ran. Hier vorne in der Lücke machen wir einfach mal zwei Stufen hin und wieder an den Ecken auch nochmal zwei Stufen. Das ist genau gleich geblieben. Anders ist es jetzt mit der Höhe bei unseren Quarzblöcken dahinter. Die können wir jetzt einfach mal komplett hochziehen bis zu unseren Treppen. Brauchen wir nicht 10, sind 6 Blöcke. Die wir dann hier einfach mal nach oben einmal hier platzieren. Wenn wir das haben, können wir auch hier wieder die Mitte einfach mal freihauen.
und tauschen unten wieder die Blöcke einmal durch unsere Quarzblöcke aus. Jetzt geht es wieder an unsere Stufen ran. Ganz oben platzieren wir erstmal die ersten Stufen. Dann lassen wir zwei Stufenreihen Platz, sodass es aussieht, als ob wir hier einen Block hätten. Haben wir natürlich nicht. Ne? Das ist jetzt, sag ich mal, die Hälfte von zwei Blöcken jeweils. Dann setzen wir hier vor wieder auch unsere Stufen ran. Und wenn wir das haben, können wir hier wieder unsere Tür einmal reinsetzen. Wir fliegen da innen, platzieren unsere rote Keramik. Ja, und wenn wir das gemacht haben, bleibt nur noch der Knopf übrig. Platzieren wir und fertig ist auch diese Tür. Obwohl, ich habe mich gerade ein bisschen verguckt. Schnappt einmal eure Quarzstufen. Wir tauschen nochmal aus. Das hier müssen wir nochmal einen tiefer setzen. Das heißt, hier und da setzen wir einfach das wie so einen Block und den setzen wir vorne das ran. Genau, so passt das. Um weiterzubauen, schnappen wir uns mal ein bisschen roten Beton. Dann holen wir uns hellgrünen Beton raus. Dann grüner Beton und oranger Beton. Weiter geht's dann noch mit weißem Beton. Dann holen wir uns nochmal die Quarztreppe wieder. Die hatten wir ja schon verwendet. Holen wir uns einfach nochmal wieder. Denn mit so einem Poliergitter ein, ihr seht Stufen, Eisengitter und türkises Glas. Kannst auch blaues Glas nehmen, was dir halt besser gefällt. Als erstes geht's erstmal mit unserem Beton los. Dabei fangen wir mit dem roten Beton an und wollen uns hier natürlich hier so ein kleines Vordach ziehen vor unserem Laden. Ihr seht es ja schon beim Vorbau. Wir beginnen erstmal mit dem roten Beton, fangen hier oben an und dann setzen wir immer hier so einen Wechsel von unseren Farben. Kannst auch gerne anders dir mischen, wie du willst, ne? Wir fangen mit Rot, Grün, Dunkelgrün und Orange an. Kannst auch andere Farben noch gerne dazu nehmen, wenn du möchtest. Und wenn man denn diese paar Farben schon hatte, ich empfehle euch halt vier Farben zu nehmen, geht es genau wieder gleich los. Zack, zack, zack. Und dann geht dieser Wechsel immer weiter. Und dann biegen wir hier wieder ab. Und dann kommt hier auch wieder unser Farbmix. Bis wir hier auf die andere Seite ankommen. Ups, was hat mir noch Orange? Dann geht es ja wieder hier mit Rot los und Grün. So, wenn wir das denn hier einmal ringsherum gezogen haben mit unserer Farbpalette, geht es weiter, dass wir das Ganze jetzt überstehen lassen. Und zwar einen Block so schräg davon einfach überstehen lassen. Und dann hier auf das gleiche Spiel machen wir hier wieder den Farbwechsel. Jetzt aber natürlich darauf achten, dass ihr den gleichen Block nehmt, was ihr schon hinten habt. Ne, und dann zieht ihr euch das hier auch wieder lang. So, hier vorne bei der Ecke lassen wir das jetzt nicht so dick überstehen. Macht hier die Mitte einfach weg und lasst es an der Seite halt weiter überstehen. So, und dann geht es auch hier wieder mit unserem Farbmuster, wie wir das schon haben, auch so weiter, bis wir dann hier wieder ankommen. Und dann ist es damit noch nicht abgeschlossen. Denn ihr seht hier oben bei unserer Kante beim Gelbeton, das sieht ja ekelhaft aus. Das wollen wir ändern. Und zwar schlagt dann hier bitte einmal das hier weg. Geht ein bisschen leichter, wenn ihr reinfliegt hier. Ja, und dann schlagt ihr hier einfach mal den gelben Beton weg. Und den tauschen wir dann nochmal aus. Und zwar denn mit der gleichen Farbe, die wir hier schon... Ups, jetzt hab... Oh. Ah, nee, ich habe das hier vergessen. Ah, Mensch, warum sagt ihr mir nichts? Hier oben, die Blockreihe müssen wir weghauen. Mann, oh Mann, oh Mann, ihr sagt mir auch gar nichts. So, hier oben, die Blockreihe müssen wir wegbauen. Da war ich gerade wieder, naja. Jedenfalls wollen wir die austauschen durch die gleichen Blöcke, die wir hier schon verwenden. Das sieht einfach besser aus. So, ich zeige es euch mal von außen. Und zwar setzt ihr dann einfach natürlich die gleiche Farbe hin und ihr, ups, wir müssen auch dann treffen. So, die gleiche Farbe hin, das sieht einfach schöner aus. Das sieht aus, ob wir da wirklich dieses Vordach einmal dran platziert haben. So, das füllen wir natürlich hier einmal hier komplett überall aus. So soll es denn am Ende bei dir aussehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machst du es in der Ecke? Nee, da treffen sich drei Farben. Ich würde dir einfach empfehlen, mach das, was ganz vorne ist. Bei dir die Farbe, bei mir ist das Rot. Also mache ich auch hinten, sage ich mal, unter unserer Treppe einfach Rot rein. Ne? So, dann haben wir das Vordach hier schon vorne so gut wie abgeschlossen. Denn als nächstes wollen wir nochmal mit unseren Polieten an die Siegtreppen. Hier unter einfach nochmal das Ganze ein bisschen befestigen. Setzt hier einfach eure Polieten an die Siegtreppen oder Stufen. Warum sage ich Treppen? Unsere Stufen einfach unter die Blöcke. Ne, dann sieht das noch ein bisschen stabiler aus. So, als nächstes würde ich mal sagen, beginnen wir mit der Feuerwehrleiter. Ja, mit der Feuerwehrleiter geht es einfach als nächstes weiter, denn wir sind bei den Polieten an die Siegstufen. Die können wir jetzt auch weiternehmen. Und zwar fliegen wir an den Seiten und zwar betrifft es immer nur die äußersten Fenster. Da platzieren wir gleich unter unseren Quarzstufen einfach hier unsere polierten Treppen einfach, doch polierte Andesit-Stufen, meine Gott, warum sage ich immer Treppen? Na, unsere Stufen platzieren wir jeweils hier genau auf die Zweier Fensterbreite außen. Das Ganze machen wir immer auf eine Zweier Länge nach vorne weg. Ne? Das Ganze machen wir natürlich hier dreimal pro Seite, wo du deine Fenster hast. Das sind halt diese Feuerwehrleitern an den Seiten. Ne, das machen wir halt dreimal. Das machen wir natürlich nicht nur auf dieser einen Seite, sondern auch auf der anderen Seite, wo wir unser Fenster haben. Auch hier bei diesen äußersten Fenster. Hier genau darunter setzen wir einfach unsere Stufen und das Ganze halt auch hier dreimal. Wenn wir das soweit haben, wollen wir die natürlich noch ein bisschen befestigen. Es ist natürlich ein bisschen unlogisch, wie die sich daran halten. Dabei kommen jetzt unsere Eisengitter ins Spiel. Wir machen natürlich hier einmal an den Seiten, so schräg davon, einfach mal zwei Eisengitter hin. Die können wir hier einmal rüberziehen, so dass sie, sag ich mal, das hier alles schon festhalten. Würde aber im Ernstfall
wirklich noch nicht halten, wenn du dich darauf stellst und rumspringst. Von daher platzieren wir einfach an den Seiten auch nochmal zwei weitere Eisengitter und machen die noch einmal so ein bisschen weiter nach vorne. Dann sieht das halt aus, als ob das hier wirklich gehalten wird. Ja, das Spiel machen wir halt überall. Du kannst auch natürlich zuerst an den Seiten jeweils hier drei Eisengitter machen. Dann danach die zwei obersten machst du auch nochmal hier so, dass sie überstehen. Ups, natürlich nach vorne weg und nicht zu den Seiten weg. So, ne? Und dann kannst du da einfach hier zum Schluss das auch noch verwenden, wie du machen möchtest. Ja, jedenfalls das Maß machen wir überall bei all unseren Feuerwehrleitern. Und wenn wir das haben, habe ich eins vergessen, und zwar schnappt euch mal bitte nochmal eure Quarzstufe. Denn hier oben müssen wir nochmal so eine kleine Kante ziehen. Wir können uns jetzt einfach mal von unseren obersten Feuerwehrleiter einfach mal orientieren. Und zwar hier bei der ersten Betonreihe setzt da einfach mal eure Quarzstufen hin. Ja, die können wir ruhig hier einmal so überstehen lassen an beiden Ecken. Und gehen zur anderen Seite weg. So, das müssen wir noch machen. Als nächstes wollen wir, sage ich mal, unser Casa Grande Schild basteln. Schnappt einmal eure Eisengitter. Wir beginnen dann einfach mal hier vorne auf der Seite, dass wir unten erstmal zwei Blöcke Platz lassen. Eisengitter hin. Und die ziehen wir einfach mal so lange nach oben, bis wir zu den Stufen kommen. Ja, das ist, sage ich mal, der Endschluss, denn weiter ziehen wir das nicht. Und dann wollen wir das natürlich noch einmal überstehen lassen. Ja, dann lassen wir einfach unten, würde ich mal sagen, die ersten zwei Eisengitter in Ruhe. Dann lassen wir jetzt, ja, gehen wir einmal nach vorne weg, so ein Eisengitter. Dann lassen wir wieder zwei einfach mal Platz. Wieder Eisengitter hin, zwei Platz lassen und Eisengitter hin. Die zwei obersten, die gehen wir noch einmal hier zur Seite weg. Nur, dass der ganz unten nur einmal nach vorne ist und die anderen noch jeweils einmal, ups, zur Seite weg. So, dann schnappt euch mal euren roten Beton. Dann wollen wir schon mal unser Casa Grande Schild machen. Wir beginnen erstmal mit unserem roten Beton. Den platzieren wir hier zwei einfach mal vorne so schräg an der Ecke. Und der hat eine Länge, würde ich mal sagen, von insgesamt vier Blöcken. Und wenn wir das haben, geht es weiter mit unserem weißen Beton. Den platzieren wir in der Mitte und setzen da einfach mal komplett vier Blöcke einfach mal rauf. Ihr seht, das verbindet sich auch gleich hier schon mal mit unserer Halterung. So, dann platzieren wir hier, würde ich mal sagen, nochmal zwei weiße Betonblöcke einfach mal zur Seite nach vorne weg. Die machen wir jetzt auch mal auf eine Höhe von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Eigentlich genauso hoch, wie dann, sag ich mal, unsere Eisengitter hier sind an der Seite. Und dann machen wir natürlich auch eine zweite Dicke. So, dann schnappen wir nochmal unsere Quarztreppen, platzieren wir einmal hier in der Ecke und nochmal hier vorne. Das ist halt so aussieht, also so ein bisschen nach vorne geknickt ist. Ja, wenn wir das Ganze haben, bleibt noch eins übrig, und zwar unser Glas. Ja, und ich glaube, das kennst du ja, wie das halt so ist. Wir fliegen einmal rein in unser Gebäude und du platzierst hier immer an unseren Stufen unsere Glasblöcke. Ne, und wenn du möchtest, kannst du es dir natürlich dann auch am Ende wieder verkleiden. Ich empfehle dir einfach mal hellblauen Beton. Ne, das dann einfach dahinter dir einfach mal zu platzieren, falls du es dir natürlich nicht einrichtest. Sieht immer besser aus, als wenn du, sag ich mal, dann da einfach durchgucken kannst und dann siehst du ein leeres Gebäude. Ist zwar immer ein bisschen mehr Arbeit, aber ich sag mal, das sieht immer schöner aus. Ja, und dann verkleiden wir das Ganze mal. Ein kleiner Blick, nachdem wir es natürlich alles verkleidet haben. Also, mir gefällt's. Das ist doch ein schönes Dekohäuschen. Trotzdem sind wir noch nicht am Ende und uns fehlen noch ein paar Blöcke. Schnappt euch mal ein paar... Ups, kann ich hier nicht platzieren. Also einfach ein paar Gerüste brauchen wir. Holt euch mal ein paar Birkenholzstufen. Ich empfehle euch mal Banners. Holt euch ein paar rote. Da zeige ich euch, wie man sich natürlich den Pfeil bastelt. Bei den Buchstaben... Guckt einfach mal in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch wie immer einfach mal ein Tutorial für die ganzen Buchstaben, wer es nicht weiß. Und dann kann man sich die basteln. Ja, dann brauchen wir noch Farben. Natürlich, weiße Farbe und rote Farbe. Jetzt nur fürs rote Banner, auch fürs weiße Banner braucht man eigentlich die Farbe. Also, die braucht ihr definitiv. Ja, dann holen wir uns noch ein bisschen grauen Beton raus. Dann poliert ihr Duritstufen und noch ein paar Eisenfeiltüren. Zuallererst geht es erstmal an unsere Gerüste ran. Und zwar wollen wir unsere Feuerwehrleiter miteinander verbinden, so dass man die auch benutzen kann, wenn man es möchte. Und zwar nehmt ihr einfach mal eure Gerüste. Wir fangen unten an. Ist eigentlich immer das gleiche Prinzip, was wir machen. Wir platzieren hier eins einfach mal zwei Gerüste, daneben eine Stufe, dann wieder zwei Gerüste, Stufe. Und dann können wir hier oben mal diese Stufe weghauen und setzen hier nochmal zwei Gerüste dran. So, so sollte man hochkommen, ne? Das ist unsere Leiter. Und dieses Prinzip macht man immer wieder. Ne? Dann halt wieder die Stufe hin. Und wieder unsere Gerüste, dann wieder Stufe hin und wieder unsere Gerüste und dann müssen wir das hier frei haben. Insgesamt macht man das zweimal und dann sind wir schon durch. Und das machen wir natürlich nicht nur auf der einen Seite, sondern auf der anderen Seite. Hier müssen wir natürlich ein bisschen anders bauen. Hier fangen wir dann auch wieder, sag ich mal, was heißt anders bauen? Eigentlich gleich, nur halt, ihr müsst es halt ein bisschen spiegeln, ne? Ist ja klar. Ja, dann machen wir das Prinzip ja auch wieder mit unseren Gerüsten einfach mal, bis wir natürlich hier wieder oben ankommen. Und das Schöne bei Gerüsten ist, ihr könnt auch darunter dann einfach durchlaufen. Gut, noch kann man unter Stufen nicht so durchgehen, wenn man sich bückt. Kommt noch alles. Ja, dann funktioniert das ja auch. Ja, und hier einfach auch gleiches Prinzip, hier auch immer wieder. Ja, mit den Gerüsten, sodass wir dann hier oben auch ankommen. Ups. Na, so, genau. Und dann sind wir bis oben hin.
Ja, weiter geht's, dann würde ich mal sagen, immer noch nicht mit den Banners. Erstmal werden die Blöcke verbaut. Das heißt, erstmal schnappt euch euren grauen Beton. Den platzieren wir ganz oben auf der letzten Blockreihe hier. Natürlich nicht bei den Stufen, sondern einen darunter. Ja, dann setzen wir einfach noch das Dach rauf. Ja, und wenn wir das Dach noch draufgesetzt haben, bleiben nur noch die Stufen, wie viele Eisenpfeiltüren übrig. Und die wollen wir unten noch einmal platzieren an unserem Vorbau hier. Ja, da beginnen wir einfach mal an der Seite mit einer Eisenpfeiltür und dann immer im Wechsel setzen wir das Ganze. Auch hier ist wieder Massenarbeit immer ein bisschen fixer. Ne? Und dann machen wir erstmal, würde ich mal sagen, einfach die Eisenpfeiltüren und danach einfach unsere Stufen noch dazwischen. Und dann sind wir hiermit auch wieder fertig. So, und als nächstes bleibt natürlich noch vorne unser Casa Grande Schild. Und da will ich euch einfach mal zeigen, wie man sich die Veilchen bastelt. Tja, was braucht man dazu? Natürlich einen Webstuhl. So, da gehen wir mal ran. Insgesamt 4 rote Banners brauchen wir für unseren Pfeil. Wir beginnen, würde ich mal sagen, erstmal mit dem Endstück vom Pfeil. Schnappt euch mal einfach mal ein bisschen weiße Farbe. Da machen wir uns erstmal so einen mittleren Balken rein. Zack. Und dann wollen wir gleich schon wechseln. Und zwar zu unserem roten Farbstoff. Machen wir einfach einen Strich hinten ran und fertig ist unser Endstück. So, jetzt kommt schon die Mitte. Da müssen wir wieder die Farbe wechseln auf weiß. Da, ja, Mitte ist eigentlich relativ sehr simpel. Einfach nur einen Strich dazwischen und das war's schon. So, dann geht es noch weiter mit unserem Pfeil nach vorne. Da nehmen wir uns mal, würde ich mal sagen, erstmal so ein halbes Blatt. So, machen wir einfach mal hier die Hälfte weiß. Und wenn wir die Hälfte weiß haben, können wir das schon wechseln. Jetzt wieder zu rot. Und gucken mal hier bei unseren Schrägen, dass wir hier immer so ein bisschen die Schräge rot machen. Natürlich dann separat die andere Seite. So, und dann haben wir noch die Spitze vom Pfeil. Und das war's schon. Obwohl, da bräuchten wir ja eigentlich doch nur eher 3 Banners. Ha, doch zu viel 1. Egal, nur 3. Denn das mittlere Teil, das habe ich irgendwie doppelt gezählt. Naja, jedenfalls so basteln wir dann unseren Pfeil. Zack, fertig ist das Ganze. So, das musst du natürlich für beide Seiten machen. Das heißt, auf der anderen Seite kommt es auch. Da kannst du an sich nur die mittleren Teile verwenden. Die Spitze wie das Endstück musst du dir nochmal neu machen. Musst du einfach spiegeln, damit es auch passt, weil sonst zeigt er halt in die verkehrte Richtung. Ja, und wenn du dir dann, sage ich mal, den Pfeil noch gemacht hast, fehlen natürlich nur noch die Buchstaben rauf. Die übertrage ich mal schnell hier rüber. Schwupp, Banners übertragen. So, dann steht hier natürlich Casa Grandes drauf. Ja, das kannst du natürlich auf beiden Seiten machen und bei den Buchstaben, ja, da brauchst du es halt nicht spiegeln, ne, das ist ja dann klar. Nur halt beim Pfeil, den musst du dir halt noch spiegeln, ne, aber ich sag mal, geht ja relativ fix, sich hin zu basteln. Ja, und dann fertig ist Casa Grandes. Ja, fertig ist das für die Großfamilie. Da sind wir schon am Ende unseres Videos wieder angekommen. Ich hoffe, du bist wie immer zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht unser Häuschen auf der Welt. Ich hoffe, du findest auch noch ein Plätzchen dafür. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.